Ist Frankreich Ihrer Meinung nach ein souveräner und unabhängiger Staat und eine Macht, der in Position von anderen auch gehört wird? Und wie stehen Sie zu Deutschland? Sie sprechen mit Angela Merkel sowohl Deutsch als auch Russisch. François Hollande kann kein Russisch und Sie sprechen kein Französisch. Kann man sagen, dass Sie trotzdem eine gemeinsame Sprache mit Hollande gefunden haben und einander verstehen? Das beeinträchtigt uns in keiner Weise, dass ich kein Französisch spreche und François kein Russisch spricht. Durch Dolmetscher verstehen wir uns sehr gut und sprechen so eine gemeinsame Sprache. Und was die Souveränität angeht, möchte ich wiederholen, dass jedes Land, das bestimmten militärischen Bündnissen beitritt, einen Teil seiner Souveränität freiwillig an supranationale Organe abgibt. Für Russland wäre eine solche Variante nicht akzeptabel. Und was andere Länder diesbezüglich betrifft, so geht es uns nichts an, was sie mit ihrer Souveränität tun. Sie sollten schon selbst entscheiden, was sie tun und wie sie handeln. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an die Tradition des Gaullismus. Ich denke dabei an General de Gaulle, der Frankreichs Souveränität verteidigte, und ich denke, das verdient Hochachtung. Es gibt aber auch ein anderes Beispiel hierfür, das Beispiel von François Mitterrand, welcher von einer europäischen Konföderation gesprochen hat, welche übrigens auch Russland mit einbezogen hätte. Und ich denke, in dieser Hinsicht ist noch nichts verloren, was Europas Zukunft angeht.